Hallo, herzlich willkommen zurück zu Drinklink. Wir sind bei der Nummer 79 von Simon Diffords Top 100 2023. Heute wieder ein Klassiker der 20er Jahre, Between the Sheets. Was man da genau zwischen den Laken machen kann, gucken wir uns jetzt mal genau an. Der Between the Sheets, einer der Drinks, die während der Prohibition geschaffen worden sind. Das Gerücht geht, dass 1921 dieser Drink in London erfunden worden ist, nämlich in Berkeley Hotel. Der Bartender, der das Ganze gemacht hat, Mr. Polly, zumindest ist das die Mär dahinter, hat diesen Drink bewusst gemacht, weil er zwei Welten miteinander kombiniert. Die alte Welt mit dem Brandy, die neue Welt mit dem Rum. Beides entsprechend populär, weil Whisky, amerikanischer Whisky, zu der Zeit eben nicht verfügbar war, weil er nicht produziert worden ist. Prohibition. Alkohol, Produkt, Herstellung und Genuss waren verboten. Und zwar zwischen 1919 und 1933. Between the Sheets, eine relativ einfache Kiste. Wir brauchen auf jeden Fall einen Shaker, den habe ich schon mal mit Eis befüllt. Wir brauchen ein Sourglas oder auch ein Nickenauerglas, aber Sourglas ist besser. Wir brauchen gleich einen Strainer, um das Ganze abzuseihen. Eventuell kann man das auch doppelt abseihen, was das für eine Technik ist, warum, wieso, weshalb. Gucken wir uns gleich nochmal genau an. Wir brauchen dafür folgende Zutaten und hier ist es jetzt wieder ein bisschen modern angepasst. Wir brauchen Zitronensaft, wir brauchen eine Salzlösung und das ist der moderne Twist an der Geschichte. Wir brauchen einen doppelten Zuckersirup oder einen Gommensirup. Habe ich ein Video zu gemacht, Link hier oben in der Beschreibung. Guckt euch das gerne an, den könnt ihr selber herstellen, ganz einfach. Aber Klassiker, wenn es um 20er, 30er Jahre geht, dann eigentlich Gommensirup. Dann brauchen wir einen Triple Sec, dann brauchen wir einen schönen karibischen weißen Rum. Und wir brauchen einen Brandy. Ursprünglich wurde mal ein Cognac genommen. Ich nehme jetzt hier einen spanischen Brandy, einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis mittlerweile beim spanischen Brandy deutlich angenehmer ist. Und deshalb machen wir den so. Wir legen jetzt einfach mal los. Wir brauchen dafür 2 Tropfen einer 1:6 Salzlösung. Warum Salzlösung? Na, jeder gute Koch packt eine Prise Zucker in seine Suppe, einfach um die Komplexität im Geschmack ein bisschen anzuheben. Wir packen meistens Zucker da rein und deshalb packen wir jetzt, um das Ganze zu erheben, eine Prise Salz da rein. So simpel ist das. Wir brauchen einen Barlöffel von unserem Sirup. Wer es süßer mag, kann ein bisschen mehr nehmen. Ich nehme jetzt hier 2. Wir brauchen 1 Zentiliter Zitronensaft. Und ihr werdet jetzt merken, alleine an den 3 verschiedenen Zutaten, alle 3 alkoholisch, alle 3 relativ stark enthalten. 2,5 cl Triple Sec. 2,5 cl weißer Rum. Und ihr könnt jetzt schon mal raten, wie viel cl wohl vom Brandy da reinkommen. Also das Rezept ist ziemlich einfach zu merken. So, und beim Brandy nehme ich den im Moment am besten ausgezeichneten Brandy in Deutschland, den Lustau Finest Selection. Ah, auch hier 2,5 cl. So, damit der Sirup auch nochmal komplett vom Löffel abgeht, habe ich den da drin gelassen. Ich lege nochmal ein bisschen Eis nach, damit der Shaker auch gut gefüllt ist. Und dann, ihr kennt das Spiel. Ich zeig's nochmal. Hier
liegt der Shaker plan auf. Und hier hat er eine weite Kante. Hintergrund, ihr kriegt ihn nachher dadurch leichter auf. Und dann mit der Kante nicht dahin. Das heißt, diesmal ist er so richtig. Ich muss gar nicht mehr umdrehen. Und dann legen wir jetzt einfach mal los und machen den Drink mal richtig, richtig kalt. Kräftig shaken, mehr als 15 cm, parallel zum Körper oder vom Körper weg. Hier nicht über die Schulter gehen und wir legen los. So, ihr seht, Shaker hat hier so ein bisschen außen Eis, also der ist kalt. Und ich kann jetzt hier zwei Dinge tun. Erstens, wichtig, Eis aus dem Gästeglas weg. Und da der Drink ja ohne Eis serviert wird, seihe ich an der Bar sowas normalerweise doppelt ab. Doppelt bedeutet, ich packe einen Strainer oben auf meinen Shaker. Und dann nehme ich so ein Feinsieb, T-Sieb oder wie auch immer, um die ganzen kleinen feinen Eisstückchen auch nicht im Drink zu haben. Doppelt ab sein. Und dann ist er das. Der Between the Feets. Machen wir hier oben noch kurz sauber. Nase ist komplex, kommt aus dem Brandy. Jede Menge Fassaromen. Super angenehm zu riechen. Geht so ein bisschen in Richtung Sidecar, auch so ein Klassiker, aber da kommen wir später noch zu. Und das ist also der Between the Sheets, die Nummer 79 von Simon Difford's Top 100. Wir probieren. Sehr gehaltvoll, also sehr kräftig. Obwohl so wenig Zitrone drin ist, kommt die Zitrone ganz gut raus. Süße überhaupt nicht. Der ist wirklich sehr, sehr kräftig. Orangig. Oh Wunder, es ist ein Triple Sec drin, sprich ein Orangenlikör. Sehr kräftig, sehr gehaltvoll. Sollte man vorsichtig trinken, weil der ist ziemlich süffig. Und dann gucken wir uns den mal an und gucken uns dann beim nächsten Video einfach die 78 an. Dankeschön für eure Treue. Daumen da lassen, Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spiel. Bis bald. Tschüss.